and good afternoon. Wir sind wieder da, es geht weiter. Jetzt haben wir einen etwas schlafferen Zeitplan und zwar werden wir jetzt noch nach unten gehen ans Boot. Das alte Andy-V-Ding ein bisschen optimieren, hätte ich fast gesagt. Damit gemeint ist natürlich, dass wir die ganzen alten losen Schichten abmachen. Da, wo noch blanker Stahl ist, jetzt schön eine Runde Rostschutz drauf schmieren, sodass wir morgen schön mit einer Verankerung das gesamte Boot unten streichen können. Das ist jetzt der Plan. Und damit das morgen früh vernünftig starten kann, werden wir jetzt um 19.30 Uhr hier noch schön anfangen mit der Flex und dem Akkuschrauber unten ein bisschen sauber zu machen. Und dann mit unserem Anti-Rostschutz schön die Stellen. Anti-Rostschutz? Anti-Rostschutz? Eher Rostschutz. Rostschutz? Mit unserem Anti-Rost. So kann man es nennen. So, da unten richtig schön sauber zu machen. Und morgen früh wird dann direkt losgestrichen mit der Anti-Fouling-Verankerung. Dazu werden wir euch morgen noch ein bisschen mehr erzählen. Ich glaube, viel zu sehen ist heute nicht mehr, aber ich schmeiße euch einen Zeitraffer an. Wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt gerade dabei, hier die ganzen Stellen, wo tatsächlich ein bisschen altes Anti-Fouling abgeplatzt war, abzuschleifen, schön einmal glatt zu machen. Also das ganze Anti-Fouling bleibt halt drauf. Wir haben so eine Verankerung besorgt und jetzt wird hier erstmal gleich schön einmal nochmal abgewischt. Das Krall ist da unten schon ordentlich am Rostnasen entfernen. Ich habe hier jetzt gerade die Seite gemacht, zumindest ein Teil. Jetzt ist mein Akkuschrauber leer, aber das macht nichts, denn ich werde jetzt diese ganzen Dinger hier einmal schön abwischen, sodass da gleich richtig schön Rostschutzmittel drauf kann. Und dann kann das Ganze bis morgen früh trocknen. Und morgen nehmen wir dann schön unseren Yachtcare Anti-Fouling-Verankerungs-Primer und werden das Ganze dann damit schön einstreichen. Jetzt putze ich das Ganze aber erstmal ab, damit der Rostschutz rauskommt. Freunde, wir haben hier jetzt richtig schön ordentlich das alte Anti-Fouling runtergeholt an den Stellen, wo noch so ein bisschen Rost anscheinend drauf war. Ihr seht, das ist jetzt alles wunderschön schwarz. Hier ist auch kein Rost mehr drauf. Hier vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen. Aber da kommt dann jetzt gleich der Rostschutz drauf. Und dann können wir bis morgen früh schön durchknacken und morgen früh geht es dann ab mit der Anti-Fouling-Verankerung. Ganz ehrlich, was so ein grauer Fleck, ach, ganz ehrlich, ihr könnt es nicht fühlen, aber was so ein grauer Fleck ausmacht, ey. In 2 Tagen ist dieses Boot von unten sowas von schön. In diesem Sinne, Zeit für ein bisschen Streichtalk. Ganz viele von euch haben nämlich tatsächlich unseren Kanal noch nicht abonniert. Das sieht man ja mal in dieser wunderschönen Statistik, die ihr bestimmt schon 1000 Mal bei anderen YouTubern gesehen habt. Aber in diesem Sinne würde ich euch bitten, einfach mal ein Abo dazulassen und eventuell auch die Glocke zu drücken, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Denn es wird tendenziell, ich glaube, nur noch besser. Ey, und wenn ihr den Diesel für unsere Überfahrt bezahlen wollt, das ist gerne mal eine Mitgliedschaft. Ja, das wäre natürlich auch ganz nice. Alles kann, nichts muss, ist wirklich wichtig zu betonen. Ne? Das ist hier kein Aufruf. Übrigens auch voll cool. Ich habe gesehen, jemand, der Mitglied war und wieder gekündigt hat, hat an so einer Umfrage teilgenommen. Ja. Und meinte, er wollte einmalig teilnehmen. Ey, auch und das finde ich auch voll geil. Ich wollte gerade sagen, völlig in Ordnung. Ey Leute, ganz ehrlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das gerne genauso, wie ihr wollt. Wenn ihr finanziell keine Mittel habt oder das einfach nicht wollt, dann lasst, wie gesagt, einfach ein Abo da. Das hilft uns wirklich am allermeisten. Und kommentiert auch gerne mal, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt oder irgendwie denkt, ihr würdet eventuell einen coolen Tipp für uns haben. Da freuen wir uns immer drüber. Genau, geht gerne mal in die Konversation. Lasst einen Kommentar da und vor allen Dingen ein Abo. Dankeschön. Good morning. Noch etwas verpennt, es ist 7.30 Uhr. Wir werden jetzt gleich unten das Boot einmal schön abputzen. Ihr habt es ja gesehen, wir haben gestern ordentlich mit Rostschutzfarbe unsere Fleckchen gestrichen. 7.28 Uhr. Ist ja noch schlimmer. Naja, Rostschutzfarbe ist wie gesagt unten drauf. Jetzt werden wir gleich mal schön unten einmal alles abputzen, dass der ganze lose Dreck vom alten Anti-Fouling runterkommt. Und dann wird schön mit der Anti-Fouling-Verankerung drüber gestrichen. Darüber kommt dann wiederum frisches Anti-Fouling. So ist es, glaube ich. Keine Gewährleistung für diese Reihenfolge. Aber ich werde es sehen, wie wir es machen. So, Freunde der Sonne, ne? Eine Hälfte haben wir schon mal ganz gut geschafft.
Wie sagen Sie, wie finden Sie das so? Anstrengend. Ja, ist wirklich eine Kackarbeit. Aber rentiert sich im Endeffekt, wenn wir diesen ganzen komischen Schlick da unten abbekommen haben, den man hier kaum noch sieht, weil wir einfach massiv nach vorne arbeiten. Wobei ich zugeben muss, halbe Stunde Boot putzen, unten sind wir fertig, war vielleicht ein bisschen sportlich. Ich korrigiere auf eine Stunde. Jetzt kommt noch diese Seite, ne? So sieht das jetzt aus. Gleich ist das, glaube ich, deutlich schöner. Wir schrubben da jetzt kurz die Seite ab, holen den ganzen alten Schlick runter nochmal. Also ich glaube, da ist ziemlich viel vom Erdboden, hätte ich fast gesagt, vom Seeboden noch haften geblieben. Und dann kommt die geile neue Anti-Fouling-Verankerung drauf. Und dieses alte Rot wird verschwinden und wird in einem neuen Weiß erstrahlen. Und danach kommt dann... Was kommt dann? Primer? Dann können wir spachteln und dann kommt der Primer und dann kommt der Anti-Fouling. Was der Typ da sagt. Boot ist geputzt, ne? Mischungsverhältnis der Basis. Basis 2, Härte 1. Wir nehmen uns dieses Töpfchen, machen den halb voll, das sind dann zwei, und machen den Viertel voll, das ist dann einer. Und dann schmeißen wir uns das da in unsere Farbwanne rein und dann wird lackiert. Nee. Verankert, geprimert und nicht okay. So kleine. 2 zu 1 sollen wir mischen. Mhm. Du hast 2,25 Liter von dem. Ja. Ah, das heißt, du machst quasi 1,15 Liter auf irgendwie 375 Milliliter. Wir sind da 750. Danger. Gefahr. Misch mal, ich will das auf Kamera haben. Ja, ich brauche einen Schraubenzieher. Ich habe hier was zum Öffnen. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Wir werden jetzt hier unsere Yachtcare Anti-Fouling Verankerung anmischen und das Ganze wird dann quasi das alte Anti-Fouling, das ist das rote Zeug, ne, verankern, quasi nochmal richtig in die Tiefe verfestigen und dann kann man darüber spachteln, so Stellen wie diese hier, man sieht ja, dass hier so Unebenheiten drin sind, das kann man dann schön mit dem Spachtel noch einmal glatt ziehen, dann wird über diesen Spachtel nochmal rüber geprimert, richtig? Ja. Und dann kommt die finale Schicht Anti-Fouling wieder drauf. Wird übrigens genau die gleiche Farbe, ne? Und das ist jetzt erstmal der Plan. Boah, sieht das geil aus in dem Topf unten drin. Jetzt haben wir gleich, wenn wir das angerührt haben, 35 Minuten Zeit. Alles klar. Magic Moment nach der ersten Schicht. Ah, was war denn das, Jascha? Hoppala. Ja, gut abgeklebt hast du. Sieht aus wie ein ganz anderes Boot, ne? Von der Seite. So, Verankerung Part 1 ready, Alter. Wäre auch geil, so ein ganz weißes Boot zu haben. Hätte was, aber... Fühl ich aber nicht. Nee, ich find's mit dem Rot auch deutlich schöner. So, kurzer Zwischenstand. Hier ist jetzt alles gemacht auf der Seite und auf der anderen Seite ebenso. Hier unten alles schön fertig. So eine Stellen hier werden dann in 3,5 Stunden noch mal ein bisschen gespachtelt. Wenn der Spachtel dann getrocknet ist, wird ein bisschen rüber geschliffen und dann kommt direkt der Primer. Richtig Bock, Mann. Richtig Bock. Da sind wir wieder. Next Step. Der Zwei-Komponenten-Spachtel. Ja. Ähnliches Prinzip wie bei dem Verankerungszeug. Ist auch das ein Zwei-Komponenten-Material. Und die zweite Komponente geht nicht auf. Ja, schick. Komponente 1 kommt in Komponente 2. Juli, jetzt wird gespachtelt. Wo fangen wir denn an? Bei den großen Stellen, ne? Ja, erstmal jetzt gut verteilen und dann mit dem großen schön einmal rüber, ne? Passi macht's nach dem Motto, viel hilft viel. Vorher. Nachher. Ja, so würde ich es lassen. Das sieht doch gut aus. Dann nachher nochmal schön einmal mit dem Schleifblock rüber quasi, oder was? Genau, mit 120er. Ja. Also sehr feinem. Ja. Wird zur späteren Stunde noch mal etwas ernst. Wir haben gerade unten geschliffen und jetzt wird geprimert. Schön, ich habe richtig Bock. Motivation ist da. Zeitraffer. Leute, ihr habt es gesehen. Primer auf allen Seiten. Unterm Boot, am Boot, hinterm Boot, überall Primer. Heißt, war jetzt der zweite Anstrich für heute, inklusive Schleifen und vorher noch Putzen. Morgen kommt dann das Anti-Fouling drauf. Ja, dann ist das Unterschiff eigentlich wieder fit, ne? Morgen früh geht's wieder früh raus und weiter.
Ihr seht's schon, oder ihr habt's ja gerade gesehen. Das Boot ist rot. Schön. Wir waren jetzt echt überall einmal drüber mit dem Anti-Fouling. Nur der Tunnel fehlt noch. Das machen wir jetzt gleich. Diese Stellen wieder unten zum Beispiel machen wir jetzt gerne mit dem Pinsel, weil man da mit der Rolle einfach nicht rankommt. Aber ansonsten kein Vergleich mehr zu vorher, kein Vergleich mehr zu gestern oder auch heute früh. Es sieht einfach richtig geil aus. Ein bisschen erfolgreich, würde ich sagen.